Hallo meine lieben YouTube-Freunde, es ist wieder soweit mit der Nostradamus-Prophezeiung für diesen Monat November 2019. Heute erfahrt ihr die Konstellationen und was Nostradamus seinerzeit gesehen und in seinen Zenturien niedergeschrieben hat. Fanatismus, befeuert von der Skorpionenergie, lässt Zerstörung und Terror befürchten. Hinzu kommt noch das Quadrat von Mars und Pluto, womit alles noch zusätzlich angefeuert wird. Die Vorsehung Nostradamus lässt eigentlich nichts Gutes erahnen. Deutschland ist in dem Streit um die Zuwanderung bereits tief gespalten. Ist dann noch eine Versöhnung möglich? Die Prophezeiung und die Sterne prognostizieren absolut nichts Gutes. Ganz im Gegenteil. Es kann noch schlimmer mit der Gewalt und dem Terror werden. Und einige Experten befürchten sogar in Deutschland einen Bürgerkrieg. Hören wir einmal, was der Seher in seiner 10. Zenturie, Vers 31, prophezeit. In Deutschland wird das Heilige Reich kommen. Islamisten, Islamiten werden offene Plätze finden. Dummköpfe wollen auch Karmenien, das ist Persien, die Befürworter alle mit Erde bedeckt. Damit kann er das Heilige Römische Reich der deutschen Nation nicht gemeint haben, denn in seiner Zeit war es nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Eher meinte er das Heilige Reich des Islam. Denn mit dem Satz, Ismailiten werden offene Plätze finden, deutet er darauf hin, ganz sicher deutet er darauf hin. Unterstellte er damit Selbstaufgabe und Schwäche, als er den Satz niederschrieb? Oder sah er auch darin ein Zeichen von Toleranz und Menschlichkeit? Es ist wohl eher die Schwäche gemeint, die heute propagierte Toleranz war zur Zeit Nostradamus nicht besonders geachtet. So nannte er diejenigen, welche auch noch Karmenien, gemeint ist eine schiitische Sekte, ins Land holen wollte, schlicht und einfach nannte er sie Dummköpfe, denen er ein unrühmliches Ende prophezeite, wie in seiner Prophezeiung, alle in Erde bedeckt. Diese 10. Zenture im Vers 31 könnte Wasser auf die Mühlen all derer sein, die Deutschland lange schon vor der Politik verraten und verkauft sehen. Von einer schrankenlosen und grenzenlosen Zuwanderung. Vorsicht ist geboten. Nostradamus sah da schon gefährliche Entwicklungen voraus, weniger konkrete Situationen. Er sah sich vor allem als Warner. Er sah allerdings für diesen Monat November die große Gefahr von Zerstörung und Terror in gefährlichen Dimensionen. Was kann man tun? Ein Blick auf die Planeten gibt trotzdem Hoffnung. Der Neptun im Triagon zur Sonne schenkt uns Spiritualität und damit neue Einsichten. Plötzlich werden Lösungen gefunden, wo vorher nur Mauern waren. Dann der Planet Saturn im Sextil zu Neptun. Das gibt uns die große Hoffnung. Denn diese Verbindung mit Energie zur Förderung auf das gegenseitige Verständnis ist beruhigend. Es werden tatsächlich Lösungen gefunden. Wir öffnen endlich die Augen und handeln. Neue Wege werden gegangen. Und diese neuen Wege zu positiven Zielen werden und sollten wir gehen. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen November, auch wenn der mit vielen traurigen Festlichkeiten belegt ist. Bis zum nächsten Mal.
Herzlichst, eure Deria.